Ja, da hat sich was geändert, hä? Gino besteht darauf, dass er kein Dieb ist und das Kopfgeld nur auf ihn ausgesetzt wurde, damit er niemanden mehr von der Gruppe geschmähten Soldaten erzählt, die vor fast einem Jahr in der Nähe von Zwillingsschluss Leichen begruben. Leichen so wie die beiden hier oben. Einfache Karte. Ein geschmähter Soldat hat eine einfach gezeichnete Karte, die den abtrünnigen Sumpf und andere Gebiete der Wildnis zeigt. Mehrere Linienverbindungspunkte deuten wohl auf Patrouillen befestigte Stellungen hin. Die schiere Zahl dieser Markierung lässt darauf schließen, dass Kyosom aggressiv versuchen, die Region rund um Lithians Kreuzung unter ihre Kontrolle zu bringen. Right. Ich frage mich immer noch, was solche Karten bringen sollen. Found something. Okay, so tut tötet dem Schatten fallenden Schärf, indem sie einfach anbrüllt. Okay. Buffen wir mal hoch. Oh ja, Sirens Lieder. Ruhm der Schlacht erhöht Parieren und Ausweichen, erhöht den Schussteil von Verbündeten. Erhöht Rüstung von Verbündeten in der Nähe, verteilt Verbündete, verleiht Verbündete in einen schadensabsorbierenden Schild. Das sind. Ah ja, das sind Defensive und das sind Offensive. Feinde in der Nähe Frostschaden, Zauberbruch, für Feinden Arkanschaden, Reihenschaden zu. Verhängt sich, verzieht Feinden Gesundheit. Lassen wir die beiden Lieder mal drin. So. I got it. Wir sind gebufft. Retomod ist ein Mörder und ein Dieb und ein Feigling. Wie kannst du ihm zur Seite stehen? Er ist zu weit gegangen. Der Tod ist im Krieg unvermeidbar, aber unschuldige Siedler abzumetzen. Welchen Grund kann er gehabt haben, sie zu töten? Es war bedauerlich, aber notwendige Opfer. Retomon braucht den Helm, wenn wir verhindern wollen, dass Lydias Kreuz und Kyros in die Hände fällt. Notwendig, hörst du überhaupt, was du da sagst? Das war ein Gemetzel und jetzt ist die Kreuzung anfällig. Wenn der Helm nicht zurückgebracht wird, werden die Geister sie überlaufen. Beruhigt euch. Myrik bemerkt ihn und schüttelt angekelt den Kopf. Dann sagt derjenige, der den Zwillingsfluss Bruderschaftssoldat mit dem Schwert gerichtet hat. Nein, Schicksalsbitte, ich werde mich nicht beruhigen. Retomon hatte recht damit, dich als Bedrohung zu sehen. Er dort seinen Hammer wütend in den Boden, was Erdklumpen in alle Richtungen fliegen lässt. Lok, du streitest dich hier mit einem Waffenbruder, während unser Feind direkt vor uns steht und uns verspottet. Beunruhigt schaut Lok mit aufgerissenen Augen schnell zwischen dir und Myrik hin und her. Wenn der Schicksalsbinsel unsere Freunde ermordet hat, dann muss er getötet werden, das ist eindeutig. Myrik, mit Retromon kann ich aber auch nicht gemeinsame Sachen machen. Er ist schon immer ein starkköpfiger Anführer gewesen. Das hat auch seine gute Seite, weswegen ich ihm gefolgt bin. Wenn er aber die Leute töten will, die wir behaupten zu beschützen, dann ist er nicht besser als tun uns Schusshündchen hier. Kein Deut besser, Myrik atmet tief ein und nickt in einem Moment der Klarheit. Retomon hat mich geschickt, um alle loyalen Soldaten zu versammeln, die ich finden kann. Loyale Soldaten, Lok. Ich dachte, dass dazu auch du zählen würdest, aber ich habe mich wohl getäuscht. Er spuckt vor seine Füße. Auf Verrat steht die Todesstrafe. Er richtet seinen Hammer auf seinen ehemaligen Kameraden und dann auf dich. Auf was wartet ihr alle nur? Fangen wir endlich an, eure Schädel werden sich nicht von selbst einschlagen. I am a shield warrior to myself. Okay. Plünderer, Schläger, die kloppen sich gegenseitig. Die beiden kloppen sich gegenseitig. Ach, dafür ist Atem gut. Blitz mal. Froste mal. Schlag dem vor dir den Schädel ein. Beric taunte. Okay, der Taunt war vielleicht nicht ganz so schlau gesetzt. So, Sirin. You cannot win. Warum auch jetzt alle auf einmal auf uns losgehen?
Okay, Level Up für mich ist schon mal nicht schlecht. Schläger, Schläger. Au, da hat Hütte dem Schatten jetzt was ordentliches drauf gekriegt. Sirenen. So, buff mal hoch. Das klingt gut. On it. Will do. So, das war die. Axt, der brauchst eine Bruderschaft. Kriegshammer, der brauchst eine Bruderschaft. Schlüsselstein für Altmauern. Kann alles weg. Und ja, Siri-Gruppe verteidigen, aber das hier mal ausschalten. Oh ja, die beiden da unten sind jetzt auch feindlich. Ein Level Up für mich. Eigentlich bräuchte ich mal wieder Vitalität. Aber als Genauigkeit ist auch nicht schlecht. Und will ich weiter auf Reichweite gehen? Ja, ich gehe erstmal weiter auf Reichweite. Geschosse fangen und zurückwerfen. Panischer Feind ist nicht schlecht. Nehmen wir mal Querschläger. Weil hier drüben ist alles leider nur Bögen. Ziel auf einen Feind und schieße, jedes Geschoss trifft einen zufälligen Feind im gewählten Zielgebiet und verwurzelt diesen. Und ja, Siren ist mit ihren Liedern auf jeden Fall ziemlich cool drauf. That attack didn't work. So. Ein lilaner Streitkolben. Right. Und damit sind wir hier den Sümpfen auch schon mal fertig. Wieder zurück zur Kreuzung. Jetzt müsste ich erst dort erstmal den Typen finden. Und ihm wegen seiner Schwester Bescheid geben. Hier. Blinder Ehrgeiz, kehre zu Kalion zurück. Ist nur die Frage, wo finde ich den? Siedler, Händler Praxis. Siedler, Siedler. Ein Händler. Rüstung verkaufen, nö. Und ich glaube kaum, dass ich ihn in der Mätresse finde. Da ist Viatra, Händler der Eisengebundenen.
Wenn ich muss ich hier nachher in der nächsten Aufnahmesession suchen. Halbmondläufer. Ach, da ist Kallion, ja. Schicksalsbitter hier drüben, ich möchte mit dir sprechen. Danke, Schicksalsbitter, dass du mir und meiner Schwester geholfen hast. Ich habe wohl nicht begriffen, wie unglücklich sie war. Ich war so auf mich konzentriert, dass ich ihr Leiden deshalb nicht bemerkte. Sie verließ Nethians Kreuzzug, um ihren Traum von der Erkundung der Stufe in die Tat umzusetzen. Ich hoffe wirklich, dass sie ihre Träume da draußen verwirklichen kann. Wenn du sie siehst, dann behalte sie bitte im Auge. Die Stufe kann sehr gefährlich sein. Hier ist die Belohnung, die ich dir versprochen hatte. Behalte deine Regel, du brauchst sie dringender als ich, wenn sie erneut davonläuft. Ja, wir haben zwar nur 4 Eisenringe, aber wir könnten mal wieder Zeug verkaufen eigentlich. Also suchen wir uns mal da unten einen Händler. On it. Hier. Jo. Und dann gucken wir mal. Erstmal Schrott. Kann ich das mit Ja, das kann ich so. Dann geht das schneller. Das behalte ich mal. So, hier Gegenstandstyp. Handschuhe des Momentums behalte ich. Lederhandschuhe, leichte Lederhandschuhe. Habe ich hier irgendwas? Ja, zum Beispiel das gestachelte Kettenhemd kam weg und die ungebrochene Rüstung. Händlerwams kam weg. Die Armschienen der brossenen Bruderschaft, die blauen, können auf jeden Fall weg. Handschuhe der ungebrochenen. Kann auch weg. Jetzt habe ich einen Kürass und eine Eisenschreiterrüstung und hier noch Eisenstiefel dazu. Hätte ich eigentlich schon meine Rüstung. Plan des Feiglings. Leichte Bronze, Helm der brossenen Bruderschaft, der kann auch weg. Lederhandschuhe des Plünderers können weg. Leichte Lederhandschuhe können auch mal weg. Beinschienen der brossenen Bruderschaft kann weg. Morgensterne der Bronze. Ups. Das Ding nicht. Knöchel der Titanen nicht, nein. Ruhm auch nicht. Hammer der Eisgeburten auch nicht. Eine Axt kann weg. Bronzeaxt kann auch mal weg. Das Bronzeschwert aus dem unbeugsamen Land kann weg. Stufenvoll der Brustbogen kann weg. Die beiden Kriegshämmer können weg. Himmelsklinge-Wurfspeer kann bleiben. Von dem bronzenen Wurfdolchen kann ich welche weg. Das ungebrochene Schild kann weg. So, das war dann eigentlich alles schon. Heiltränke könnte ich noch absetzen, aber das hat uns gut was eingebracht. Gut. Dann würde ich sagen, ich speichere hier mal wieder. Das wäre jetzt LP23. LP023. Und dann sehen wir uns gleich wieder.